Die ISS, der bemannte Außenposten der Menschheit im Weltraum und temporäre Heimat für Astronauten aus den verschiedensten Ländern. Eine Raumstation, die mehrfach am Tage die Erde umkreist und dafür sorgt, dass Astronauten nicht dem Vakuum des Weltalls ausgesetzt sind. Bereits in den 1960er Jahren gab es Pläne bei der NASA für eine dauerhaft bewohnte Station im Weltall, ein Domizil für bis zu 10 Astronauten auf einmal. Um den Anschluss an die Sowjetunion im Kontext des Kalten Krieges nicht zu verlieren, wandte man sich mit dem Ende des Apollo-Programms dem Bau einer Raumstation zu. Mit Skylab wurde im Jahr 1973 sogar eine Raumstation nur 2 Jahre nach dem Start der sowjetischen Station Salyut 1 in einen Orbit um die Erde gesetzt. Diese war zwar nur 171 Tage bewohnt, doch konnten US-amerikanische Astronauten auf diese Weise erste Erfahrungen im Betrieb eines solchen technologischen Konstruktes sammeln. Doch sollte es noch einige Jahrzehnte dauern, bis das im Orbit größte und umfangreichste Weltraumbauwerk der Menschheit namens ISS fertig sein sollte. Ihre Bedeutung darf nicht unterschätzt werden, obgleich es viel Kritik an ihr gibt und viele sie, wie auch die erdnahe und erdferne Raumfahrt, Sonden und Teleskope für eine Verschwendung von Geld, Zeit und menschlicher Arbeitskraft halten, so wollen wir uns hier auf die Seiten konzentrieren, die die ISS so bekannt und so wichtig gemacht haben. Wir, das sind übrigens Sirwan von Marschroniken, Toni von Mondgeflüster und ich, Andreas von Yggis Kosmos, werden euch das wohl wichtigste internationale Projekt der Raumfahrt vorstellen. Wir wollen auf den Vorgänger der Raumstation, die russische Raumstation Mir, eingehen und euch zeigen, wie die ISS aufgebaut ist. Wir gehen darauf ein, wie und womit die ISS versorgt wird, welche Astronauten wie lange auf ihr waren. Wir werden auf den Orbit der Raumstation eingehen und euch zeigen, wie Astronomie und faszinierende Experimente auf der ISS durchgeführt werden. Im letzten Drittel dieser Dokumentation gehen wir auf die Bedeutung der Raumstation, ihr letztes Jahr und die Frage ein, was danach kommt. Als spezielles Schmankerl gehen wir auf eine ganz interessante Fragestellung ein. Könnte man die ISS in ihrer jetzigen Form zum Mond bringen? All das wäre für mich alleine nicht möglich gewesen. Eine Dokumentation in diesem Umfang habe ich nur dank Toni und Sirwan hinbekommen. Ich danke euch beiden sehr und fühle mich geehrt, eine komplette Doku mit euch Experten der Raumfahrt veröffentlichen zu dürfen. Und ohne weitere Umschweife wollen wir nun loslegen. Lasst uns zum Abenteuer ISS aufbrechen. Bevor wir uns sehr ausführlich der internationalen Raumstation, ihrem Aufbau, ihrem Orbit und ihrer wissenschaftlichen Mission widmen, wollen wir kurz auf die Vorgänger der ISS eingehen, namentlich Salyut 1, Skylab und die russische Raumstation Mir. Von Vorgängern zu sprechen, ist angesichts einer internationalen Kooperation von Ländern und Raumfahrtbehörden an Bord der ISS wohl sehr, sehr schwierig. Dennoch können wir sagen, dass es vor dieser Raumstation einige andere gab, die ausgelotet haben, wie der Mensch im Orbit der Erde und an Bord einer solchen Station überleben kann. Die allererste Raumstation der Menschheit war Salyut 1, die von der damaligen Sowjetunion am 19. April 1971 in den Orbit gestartet wurde. Sie wurde mittels der heute noch verwendeten Proton-Rakete ins Weltall befördert und wurde im damaligen Kalten Krieg unter Zeitdruck zusammengestellt. Nachdem nur 2 Jahre zuvor die US-Amerikaner das Rennen zum Mond gewonnen haben und davor die Sowjets mit Juri Gagarin 1961 den ersten Menschen überhaupt ins All beförderten, war es ein gewaltiger Erfolg für die UdSSR, die erste funktionsfähige Raumstation im Weltall zu haben. Salyut 1 sollte bereits am 22. April 1971 mittels der Mission Sojus 10 betreten werden. Doch es konnte weder eine Druckdichte noch eine elektrische Verbindung zur Raumstation hergestellt werden. Erst 2 Monate später, also im Juni 1971, konnte man mit Sojus 11 Salyut 1 endlich betreten. Nach 20 Tagen führten die 3 Kosmonauten, Georgi Dobrowolski, Viktor Pasajew und Wladyslaw Volkov, alle relevanten wissenschaftlichen Experimente durch und nach 3 zusätzlichen Tagen sollten sie zur Erde zurückkehren. Durch einen fatalen Fehler bei der Absprengung eines Orbitalmoduls jedoch öffnete sich ein Luftventil außerplanmäßig und die 3 Kosmonauten erstickten an Bord der Landefähre beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Salyut 1 war für damalige Verhältnisse ein absoluter Riese.
Sie war 15,8 Meter lang, besaß einen Durchmesser von 4,15 Metern und eine Masse von 18,9 Tonnen. Das Volumen aller Stationsräume zusammengenommen belief sich auf 90 Kubikmeter, was angesichts der 916 Kubikmeter der ISS jedoch zwergenhaft erscheint. Nach nur wenigen Monaten im Dienst entschied sich die sowjetische Weltraumagentur dazu, die Station am 11. Oktober über dem Pazifik verglühen zu lassen. Damit kam die erste Raumstation nach nur 175 Tagen zu einem Ende. Saljut 1 war der erste sowjetische Außenposten in einer langen Folge von Raumstationen. Ihre Nachfolger, die alle einen ähnlichen Namen besaßen, wurden kontinuierlich verbessert. Zwar feierten die Sowjets mit Saljut 1 einen riesigen Erfolg und lernten viel über orbitale Aufenthalte und die Erhöhung der Sicherheit für Mission und Crew, doch schickten die Amerikaner nur 2 Jahre später, am 14. Mai 1973, ihre eigene erste Station namens Skylab mittels einer Saturn V in den Orbit. Bereits während des Apollo-Programms in den 1960er Jahren wurden Überlegungen für einen dauerhaften Aufenthalt von Astronauten im Orbit der Erde angestellt. Skylab stellte die Früchte dieser Überlegungen dar. Die Station bestand interessanterweise aus der zweiten Stufe einer Saturn-Rakete, die auf der Erde mit Vorräten und Ausrüstung versehen wurde. Da eine Raumstation kein besonderes Aussehen aufweisen muss und letztendlich nahezu jede Form im Orbit funktioniert, wollte man bei der NASA nicht noch zusätzlich etwas designen und herstellen müssen. Einige der wissenschaftlichen Missionen der Raumstation waren Sonnen- und Erdbeobachtungen, biomedizinische Experimente und Versuche mit Schmelz-, Schweiß- und Lötprozessen. Durch Letzteres sollte die Möglichkeit bewiesen werden, Infrastruktur, also Material, auch im Weltraum unter nicht vorhandener Schwerkraft herstellen bzw. bearbeiten zu können. Dank Skylab weiß man auf US-amerikanischer Seite heute viel über die Folgen von Langzeitaufenthalten in der Schwerelosigkeit. Es wurde unter anderem herausgefunden, dass an Bord einer Raumstation deutlich weniger Vorräte gebraucht wurden als ursprünglich angenommen. Dadurch konnten die Astronauten länger an Bord bleiben und auf zukünftigen Missionen konnte die Menge der mitgebrachten Ressourcen deutlich besser geplant werden. Nach etwa 9 Monaten Betrieb wurde die Station am 8. Februar 1974 durch das Apollo-Raumschiff Skylab 4 in eine höhere Umlaufbahn geschoben. Man rechnete mit einer weiteren Benutzung der Station, bis die NASA Ende 1978 bekannt gab, dass man Skylab nicht mehr retten könne. Der Absturz erfolgte dann am 11. Juli 1979. Die Station sollte über dem Atlantik und dem Indischen Ozean niedergehen. Da sie später verglühte als angenommen, gingen Teile der Station unkontrolliert über Australien nieder. Die NASA lobte dann einen Finderlohn für Teile der Station aus. Eine australische Gemeinde erlaubte sich dann anscheinend einen Scherz und schickte der NASA dann sogar eine Rechnung von über $400 wegen unerlaubter Abfallentsorgung. Die US-amerikanische Behörde weigerte sich jedoch, diese Strafgebühr zu zahlen. Noch inmitten des Kalten Krieges jedoch herrschte ein Umdenken bei der Sowjetunion vor. Man sah ein, dass man ohne internationale Zusammenarbeit ein Raumfahrtprogramm nicht sehr erfolgreich zustande brachte. So war es dann kein Wunder, dass in den 1980er Jahren die weiteren Saljut-Raumstationen mit internationaler Unterstützung abliefen und beispielsweise Astronauten anderer Nationalitäten die Orbitalstationen besuchten und dort wissenschaftliche Experimente durchführten. Als eine der erfolgreichsten internationalen Projekte dürfte die russische Raumstation Mir gelten, die von meinem Geburtsjahr 1986 bis ins Jahr 2001 hinein im Weltall war und betrieben wurde. In den ersten Jahren wurde sie nur von der Sowjetunion alleine, später jedoch international weiter betrieben. Sie war Zeit ihres Lebens der größte künstliche Erdsatellit im Orbit, nur übertrumpft von der ISS selbst, auf die wir nach diesem Kapitel sehr ausführlich zu sprechen kommen. Mir ist ein russisches Wort und bedeutet übersetzt Frieden, was angesichts des Endes der Sowjetunion und der Auflösung des Ostblocks fast schon prophetisch klingt. Nachdem das Saljut-Programm von sowjetischer Seite als sehr erfolgreich eingestuft wurde, autorisierte man schon am 17. Februar 1976, also 10 Jahre vor dem eigentlichen Start der Raumstation, den Bau einer weiteren Station. Vergleicht man beispielsweise das relativ einfache Design der Saljut-Raumstation oder des Skylabs mit dem der Mir, fällt einem die hohe Komplexität dieser größten aller russischen Raumstationen auf.
während bei Skylab 4 beispielsweise nur ein zentrales Service Command Modul und ein zusätzliches Modul vorhanden war, durch welches Energie anhand von Solarpanelen gesammelt wurde, war mir ungleich komplexer aufgebaut. Bei Salyut oder Skylab hatte man nämlich zum Ziel, die Stationen bestenfalls einige Monate oder Jahre zu betreiben. Mir sollte jedoch dauerhaft betrieben und für mindestens ein Jahrzehnt Dreh- und Angelpunkt der internationalen Raumfahrt sein. Sie war die erste auf einen dauerhaften und wissenschaftlichen Betrieb ausgelegte Raumstation, wofür der übersetzte Name Frieden sehr passend ist. Die Salyut-Raumstation oder Skylab waren dafür wissenschaftliche und militärische Forschung benutzt. Mir setzte zumindest dem militärischen Zweig ein Ende. Auch bestanden Skylab und andere Raumstationen immer nur aus einem Modul. Dahingehend war die Mir eine Revolution. Sie war modular aufgebaut und es konnten zusätzliche Teile daran befestigt werden. Im Laufe von 10 Jahren wurde die Raumstation auf ihre finale Größe zusammengebaut. Der Vorteil daran war, dass sich so immer mehr Kosmonauten und Astronauten an Bord aufhalten konnten. Die Mir bestand aus einem Basismodul, in welchem unter anderem die Mannschaftseinzelkabine, Geräte für sportliche Betätigung gegen den Muskel- und Knochenschwund und zahlreiche andere Instrumente und Ausrüstung der Wartungssysteme untergebracht wurden. An diesem grundlegenden Teil der Raumstation waren Solarmodule befestigt, die der Station mit weiterem Modulaufbau ein sehr komplexes und fast schon außerirdisch anmutendes Aussehen gaben. Nur ein Jahr nach erfolgreicher Etablierung des Standardmoduls wurde das Wissenschaftsmodul Quant 1 befestigt, 2 Jahre darauf Quant 2. Quant 1 diente vorwiegend wissenschaftlichen Untersuchungen, allen voran astrophysikalischen Observationen, während Quant 2 eher biotechnologischen Experimenten diente. Es wäre hier zu viel, auf weitere Details dieser hochspannenden Raumstation einzugehen. Wenn ihr eine ausführliche Doku zu mir haben wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Nachdem 1990 und 95 die beiden Wissenschaftsmodule Quant 3 und Spectre an die Raumstation angedockt und in Betrieb genommen wurden, erfolgte 1995 der Anbau des sowohl symbolisch als auch funktional sehr wichtigen Shuttle Docking Modules, womit das Space Shuttle der NASA einfacher andocken konnte als zuvor. Damit war der internationale Status der Mir gefestigt und die Zusammenarbeit zwischen den oftmals als Ost- und Westblock bezeichneten ideologischen und politischen Konstruktionen war an einem temporären Höhepunkt angelangt. Die Mir war auch nach dem Fall der Sowjetunion noch unter russischer Leitung und wurde von der russischen Weltraumagentur Roskosmos weiter betrieben. Vor allem erhielt die Station immer mehr westliche Besucher, was im Rückblick auf den jahrzehntelangen politischen Wettstreit und auf das Misstrauen zwischen Ost und West fast als ein Wunder bezeichnet werden kann. Am 20. November 1998 startete mit dem russischen Zarya-Modul jedoch das erste Modul der internationalen Raumstation in den Orbit und die NASA-Führung versuchte, die russische Regierung davon zu überzeugen, die Mir möglichst aufzugeben. Auf die genaueren Hintergründe hierbei wollen wir nicht eingehen. Es sei jedoch erwähnt, dass eine über ein Jahrzehnt bestehende Raumstation irgendwann sehr viele Fehler und Defekte aufweist und ein Betrieb immer mehr Geld, Zeit und Ressourcen frisst. So entzündete sich beispielsweise am 24. Februar 1997 eine Sauerstoffkerze an Bord der Mir und es brach ein kleines Feuer aus, was angesichts des ohnehin schon knapp bemessenen Raums und der knapp bemessenen Luft sehr gefährlich ist. Glücklicherweise konnten die Astro- und Kosmonauten die Luft reinigen. Dies galt als erstes Feuer auf einer Raumstation überhaupt. Doch nur 2 Wochen nach diesem Vorfall fiel die primäre Sauerstoffversorgung aus und musste auf die sekundäre umgeschaltet werden. Diese und weitere Defekte waren ein Grund für die NASA, Russland von der Notwendigkeit einer neuen Raumstation zu überzeugen. Mit Zarya war zudem bereits das erste Modul der ISS in der Umlaufbahn. Die Bedeutung der Mir kann nicht unterschätzt werden. Sie ebnete den Weg für die internationale Raumstation. Auf der Mir konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. Erfahrungen, die für den erfolgreichen und reibungslosen Betrieb einer orbitalen Raumstation definitiv notwendig sind. Mir war 15 Jahre im Weltraum und ursprünglich auf nur 7 Jahre ausgelegt. Sie umkreiste die Erde über 86.000 Mal in einer Höhe von 390 Kilometern. Am 23. Oktober 2000 wurde das offizielle Aus der Raumstation angekündigt. Russland schlug vor,
Teile der ausgedienten Station für den Bau der ISS zu nehmen, was man jedoch von US-amerikanischer Seite abwies, obwohl das Kosteneinsparungen zur Folge gehabt hätte. Mit 3 Schüben eines Raumfrachters wurde die Mir am 23. März 2001 zum kontrollierten Wiedereintritt in die Atmosphäre gebracht. Da die Station so riesig war, verglühten mehr als 1500 Teile nicht in der Erdatmosphäre. Diese stürzten in ein als Raumschiffsfriedhof bezeichnetes Gebiet südöstlich bei Fidschi in den Pazifischen Ozean. Mir war der Wegbereiter für die ISS. Sie bereitete in über 15 Jahren Weltraummission das vor, was wir heute haben. Ich übergebe jetzt das Wort an Toni, der euch interessante Details zum Aufbau der ISS verraten wird. Lieber Jigi, erstmal vielen Dank für die Einleitung und natürlich auch die Einladung zu dieser Zusammenarbeit. Die Internationale Raumstation ist mit deutlich über 100 Milliarden Euro bisher nicht nur eines der teuersten, sondern auch eines der technisch aufwendigsten Bauwerke, was je vom Menschen erschaffen wurde. Insgesamt 6 Weltraumagenturen haben sich zusammengeschlossen, um dieses internationale Projekt Realität werden zu lassen. Die ISS ist seit November 2000 ununterbrochen mit Menschen besetzt und besteht aus 8 Hauptmodulen, einer tragenden Struktur, den Solarpanelen sowie vielen Elementen, die für den Betrieb unerlässlich sind. Die ISS hat eine horizontale Spannweite von 109 Metern und eine vertikale von 73 Metern, was so in etwa der Größe eines Fußballfeldes entspricht. Das tragende Rückgrat der Station bildet eine Art Fachwerk-Gitterstruktur, die sogenannte Integrated Truss Structure, kurz ITS. Diese ist modular aufgebaut. Die einzelnen Truss-Elemente tragen Bezeichnungen mit einer Buchstaben- und Zahlenkombination, wobei P für Backbord, also links, und S für Steuerbord, also rechts in Flugrichtung, steht. P und S leiten sich aus den englischen Bezeichnungen Port und Starboard ab. Je größer die Zahl, desto weiter außen ist das Truss-Element angeordnet. S0 bildet das Element in der Mitte. P2 und S2 gibt es übrigens nicht, da diese ursprünglich als Antriebselemente gedacht waren und durch die Beteiligung Russlands nicht mehr benötigt wurden. An der ITS sind unter anderem auch die Solararrays oder die Radiatoren zur Abstrahlung überschüssiger Wärme angebracht. Die weiteren Bezeichnungen für eine Koordination der ISS lauten Zenit und Nadir, also vereinfacht oben und unten, sowie Bug und Heck, was dementsprechend vorne und hinten bedeutet. Die Gesamtmasse beträgt etwa 440 Tonnen, das komplett unter Druck stehende Volumen 916 Kubikmeter. Die 8 großen Solarpaneele liefern bis zu 90 Kilowatt Leistung. Am 20.11.1998 startete eine Proton-K-Rakete unbemannt vom Kosmodrom in Baikonur und brachte mit Saya das erste russische Modul in den Erdorbit. Damit begann die Ära der ISS, die spätestens mit dem Bezug der ersten Astronauten bzw. Kosmonauten während der ISS Expedition 1 manifestiert wurde. Bisher waren 54 Missionen direkt an dem Bau der Station beteiligt. Falls ihr Lust habt, nach diesem Video den Bau mit den einzelnen Missionen mal kompakt anzuschauen, dann verlinkt euch Jigi sicher gerne mein Video dazu in der Videobeschreibung. Ja, und wie läuft das eigentlich mit der ganzen Logistik hin und von der ISS zurück? Darüber wird euch Sirwan von den Mars-Chroniken jetzt etwas mehr erzählen. Danke, Toni. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Teil dieser tollen Kooperation. Danke, Andreas, für die Einladung, hier mitzumachen. Mein Name ist Sirwan vom Kanal Mars-Chroniken und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Ende Januar veröffentlichte die NASA ein 24 Seiten starkes Dokument, in dem sie ihre Absichten für die ISS in Bezug auf das Ende ihrer Lebzeit darlegen. Aber bevor wir in dieses Dokument einsteigen, sollten wir vermutlich noch einen genaueren Blick darauf werfen, was die ISS denn eigentlich genau ist. Die Internationale Raumstation ist eine modulare Raumstation in einem niedrigen Erdorbit auf einer mittleren Höhe von 370 bis 460 Kilometer und einer Neigung von 51,6 Grad zum Äquator im Zentrum der Thermosphäre. Das ist nicht hoch, wenn man die im geostationären Orbit befindlichen Satelliten auf etwa 36.000 Kilometer Höhe zum Vergleich hernimmt. Der Grund, weshalb man sich für diese Neigung entschied, ist, dass das die niedrigste Inklination ist,
die Russland mit ihrer Sojus und der Progress-Raumkapsel vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan aus bedienen kann, ohne über chinesisches Hoheitsgebiet fliegen zu müssen. Man hatte die Chinesen damals nicht nur nicht gefragt, ob sie mitmachen wollen, sondern aktiv ausgeladen, wenn man ihnen nicht vertraute und bis heute nicht tut. Jetzt haben sie ihre eigene Station. Aus diesem Grund wäre es nicht besonders höflich, danach darum zu bitten, über chinesisches Hoheitsgebiet fliegen zu dürfen, damit man die ISS mit Nachschub versorgen kann. Ich glaube, dass man damals China einbinden hätte müssen. Dann könnte die Welt heute etwas anders aussehen. Trotz dieses Schlamassels ist die ISS ein Musterbeispiel für internationale Zusammenarbeit auf höchstem Niveau. Allein, dass die USA und Russland da oben zusammenarbeiten, zeigt doch, was alles möglich ist. Aber zurück zum Orbit. Mit 28.000 km/h rast die Station um die Erde. Die Spezialisten unter euch wissen schon, dass das 93 Minuten pro Orbit oder 15,5 Orbits pro Tag bedeutet. Also könnten die Crews auf der ISS theoretisch mehr als ein Dutzend Sonnenauf- und Untergänge am Tag sehen. Aber so viel Zeit haben sie nicht, denn sie haben einen straffen Tagesablauf. Dazu kommen wir aber später noch einmal. Ein Raumschiff größer als ein Fußballfeld auf diese Geschwindigkeit zu bringen, ist kein Zuckerschlecken. Bis heute wird die ISS ständig erweitert und verändert. Aber bis sie so ausgesehen hat, wie wir sie kennen, hat es über 30 Missionen in 10 Jahren gebraucht. Mit der Zeit verliert die ISS aufgrund des atmosphärischen Widerstands, so gering auch sein mag, an Geschwindigkeit und somit auch an Höhe. Man spricht von etwa 2 km Höhenverlust pro Monat, wenn man nicht nachboostet. Das hat nichts mit Impfungen zu tun. Boosten bedeutet in unserem Kontext etwas anderes. Die Station hat zwei Haupttriebwerke am Aftende des russischen Svetsta Service Moduls. Mit diesen kann sie chemischen Treibstoff verbrennen und ihre Geschwindigkeit und somit auch ihren Orbit steigern. Allein für Boost-Manöver werden jährlich rund 7,5 Tonnen Treibstoff im Wert von fast 200 Millionen Euro verbrannt. So ein Boost kann auch mit Hilfe von angedockten Raumkapseln durchgeführt werden. Aber nicht jede Raumkapsel kann das. Die Dragon-Raumkapsel von SpaceX ist dazu nicht in der Lage. Die zwei Raumkapseln, die das können, sind die beiden Weltraumfrachter Progress aus Russland und das Automated Transfer Vehicle oder kurz ATV der ESA. Ersterer ist bis heute in Betrieb. Das ATV konnte das Dreifache der Progress transportieren, aber wurde nur 5-mal zwischen 2008 und 2015 gestartet. Dazu verwendete man die europäische Ariane 5. Es gab sogar gemunkelt, dass man eine ATV-Version für astronautische Raumfahrt ableiten könnte. Aber das bleibt abzuwarten. Das ist aber nicht das Thema, lenk mich doch nicht ab bitte. Theoretisch wird die Starliner Raumkapsel aus dem Hause Boeing auch dazu in der Lage sein, die ISS zu boosten. Aber dafür muss sie erst einmal den regulären Betrieb aufnehmen. Einige Anläufe für Testflüge sind in verschiedenen Phasen gescheitert. Es wird aber notwendig sein, ein weiteres Vehikel zu haben, welches für diese Aufgabe gerüstet ist. Manche munkeln auch, dass die NASA SpaceX dazu nötigen möchte, die Dragon aufzurüsten, sodass sie ebenfalls die ISS boosten kann. Aber das ist nur Gemunkel. Ob das wirklich passiert, bleibt abzuwarten. Dragon ist auf jeden Fall in der Lage, Personal und Nachschub zur ISS zu bringen. Wenn die jeweilige Mission erledigt ist, wird der Kofferraum unter Anführungszeichen, auch bekannt als Trunk der Kapsel, mit dem angesammelten Müll der Raumstation befüllt. Die Astronauten steigen in die Kapsel und treten die Heimreise an. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre wird der Trunk abgetrennt und verglüht. Die Kapsel bringt die Crew sicher zurück zur Erde. So ähnlich funktionieren auch die anderen Kapseln. Wie du schon bei Toni gehört hast, wurde die ISS lange Zeit auch mit dem Space Shuttle versorgt. Das Shuttle war schon ein tolles Gerät. Nicht nur war es essentiell für den Bau, sondern auch für die Versorgung der ISS. Echt schade, dass das Shuttle in Pension gehen musste. Nach der endgültigen Pensionierung des Space Shuttles wurde der durchschnittliche Orbit von 350 km auf 400 km angehoben. Während der Bauphase senkte man regelmäßig die Höhe, um schwere Nutzlasten abzuholen unter Anführungszeichen. Heutzutage kommt das selten vor. Im Jahr 2000 startete mit der Expedition 1 die erste bemannte Mission mit der Crew, die die ISS zum ersten Mal dauerhaft bewohnen sollte. William Shepard, Sergei Krikalev und Yuri Gizdenko waren die ersten Bewohner der Raumstation. Seither ist die ISS immer mit mindestens zwei Personen besetzt.
Die erste Frau auf der ISS war Generalleutnant der US-Luftwaffe und Astronautin Susan Helms mit der Expedition 2 im März 2001. Der erste Europäer war der Brigadegeneral außer Dienst der deutschen Luftwaffe und ESA-Astronaut Thomas Reiter mit der Expedition 13 im März 2006. Die beiden anderen Deutschen, die dort waren, kennst du vielleicht. Alex Gerst war Teil der Expedition 40 im Mai 2014 und Matthias Maurer war als Teil der Expedition 66 auf der ISS. Österreicher und Schweizer waren noch nicht auf der ISS. Insgesamt wurde sie von rund 250 Menschen in über 400 Missionen besucht. Mittlerweile waren auch schon einige Weltraumtouristen auf der ISS. Einige russische Passagiere und einige Kunden von Axiom Space sind bereits in den Genuss eines Aufenthaltes auf der Raumstation gekommen. Die touristischen Aufenthalte zähle ich jetzt nicht direkt als Missionen. Sie waren eher kurzfristige Besuche, möchte ich sagen. Die kürzeste Mission verbuchte der Brigadegeneral der französischen Luftwaffe Leopold R mit 49 Tagen. Das war im ersten Quartal 2008 bei der Expedition 16. Scott Kelly und Mikhail Kornienko hingegen halten den Rekord für die längste Mission. Die beiden verbrachten 340 Tage am Stück auf der ISS. Hut ab! Das bedeutet 340 Mal den Kaffee von gestern trinken. Der Plan war ursprünglich, dass zu jeder Zeit 6 Menschen dort sind. Das braucht es nämlich, um die ISS sinnvoll auszulasten. Sie muss ja gewartet werden auch. Die Crews hätten etwa jedes halbe Jahr gewechselt werden sollen. Aufgrund der beiden Shuttle-Katastrophen war es beide Male nicht möglich, die ISS mit dem Shuttle zu versorgen. Es führte dazu, dass die Crew der ISS während dieser Zeit teilweise auf 2 Leute schrumpfte. Zu zweit ist man die meiste Zeit damit beschäftigt, die Station am Laufen zu halten. Da bleibt nicht viel Zeit für Forschung und Experimente. So gesehen haben wir viel Zeit verloren. Deswegen fand ich es umso schöner, als ich gelesen habe, wie die NASA es ausdrückt. Die ISS tritt nun in ihr drittes und produktivstes Nutzungsjahrzehnt ein. Einschließlich der Weiterentwicklung der Forschung, der kommerziellen Wertschöpfung und der globalen Partnerschaften. Das erste Jahrzehnt der ISS war der Montage und das zweite war der Forschung und technologischen Entwicklung sowie dem Erlernen der Vorgehensweisen gewidmet. Wie führt man gewisse Aktivitäten am effektivsten im Weltraum durch? Das dritte Jahrzehnt ist eines, in dem die NASA gewisse Technologien ausreifen und überprüfen möchte. Damit wird im dritten und letzten Jahrzehnt eine Grundlage für die kommerzielle Nutzung der ISS gelegt. Und hier sind wir schon mitten im Dokument. Die Auswirkungen von längeren Weltraummissionen sollen weiter abgefedert werden. Aber auch die Forschung soll neue Dimensionen annehmen. Im Moment wird in 275 verschiedenen wissenschaftlichen Unterdisziplinen geforscht. Es soll in der letzten Dekade in noch mehr Gebieten geforscht werden. Die ISS soll ihren Inkubationsfaktor noch weiter ausbauen. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich bei den Experimenten an. Aber davor möchte euch Toni noch etwas sagen. Toni? Vielen Dank, Sirwan. Ja, dann lasst uns doch mal einen Blick auf den Orbit werfen. Zunächst einmal hat der ISS Orbit mehrere Anforderungen. Als guter Kompromiss wurde ein Orbit mit minimaler Höhe von 370 km und einer maximalen Höhe von 460 km bei einer Neigung zum Äquator von 51,6 Grad angesehen. Die 370 und 460 km beschreiben nicht die Höhenschwankung eines einzelnen Orbits, sondern das Minimum und das Maximum über die Lebenszeit der ISS. Über die letzten 20 Jahre schwanken die Höhen der ISS auch außerhalb der genannten Höhen. Wieso? Dazu komme ich gleich. Der Unterschied zwischen Perigeum, also dem niedrigsten Punkt eines Orbits um die Erde, und dem Apogeum, dementsprechend dem höchsten Punkt bei einem einzelnen Umlauf, ist etwa 20 Kilometer. Die letzten Jahre ist die Höhe stabil bei etwa 420 Kilometer. Aber warum ist der Orbit genauso gewählt? Nun, die Bahnneigung ergibt sich daraus, dass die ISS vornehmlich eine Kooperation von Russland und den USA ist. Russland liegt weiter über dem Äquator als die USA und kann deswegen nur in Orbits starten, die mindestens 46 Grad geneigt sind. Der Wert 51,6 Grad wurde deshalb gewählt, weil Russland einen Überflug über China verhindern wollte. Zudem wollte Russland sicherstellen, keine Raketenstufen über bewohntem Land abwerfen zu müssen. Diese Bahnneigung führt aber dazu, dass in bestimmten Zeiten im Jahr die ISS sehr viel Sonne pro Orbit abbekommt. Das hat dazu geführt, dass es bestimmte Intervalle gab, in denen sie nicht vom Shuttle angeflogen werden konnte, da selbiges ansonsten überhitzt worden wäre. Was die Höhe des Orbits betrifft, wird es etwas komplizierter. Um Treibstoff für die Versorgungsflüge zu sparen, will man eigentlich deutlich niedrige Orbits anfliegen.
Allerdings hört die Atmosphäre der Erde nicht schlagartig auf. Deshalb hat man selbst in 200 Kilometer Höhe noch eine ganz dünne Gasschicht. Nun nimmt der Reibungswiderstand, zum Beispiel durch Luft, im Quadrat der Geschwindigkeit zu. Das bedeutet, um in einem 200 Kilometer hohen Orbit zu bleiben, brauchen wir etwa 28.000 Kilometer pro Stunde. Die wenigen Atmosphärenmoleküle sorgen aber dank dieses Sachverhalts dafür, dass Raumschiffe oder eben Raumstationen so stark abgebremst werden, dass sie schon nach 3 Wochen wieder in die Atmosphäre eintreten. Das heißt, die Atmosphäre bremst das Raumschiff um etwa 40 Meter pro Sekunde innerhalb von 3 Wochen ab. Dass die ISS nun höher fliegt als 200 Kilometer, hat genau damit zu tun. Zum einen will man einfach nicht zu viel Energie aufwenden, um den Orbit zu halten, und zum anderen nicht, dass die ISS in einen noch höheren Orbit steigt, denn da würde die Weltraumschrottdichte einfach zu stark. Man müsste in einem höheren Orbit also viel zu häufig ausweichen, und da das nicht immer möglich ist, würde das Risiko von Schäden zunehmen. Aber selbst auf rund 400 Kilometer Höhe verliert die ISS dennoch jeden Monat ca. 2 Kilometer an Höhe. Denn auch in dieser Höhe gibt es noch eine leichte atmosphärische Reibung. Deshalb werden regelmäßig die Triebwerke des Schwestermoduls angelassen, um das zu korrigieren oder Weltraumschrott auszuweichen. Eine Bahnkorrektur kann aber auch extern durch Progress- oder Sojus-Module geschehen. Selbst die Shuttle haben solche Korrekturen durchgeführt. Pro Jahr werden dazu über 7 Tonnen Treibstoff benötigt. Ja, und wie das denn in Zukunft geschehen wird, falls Russland sich wirklich davon verabschieden wird, das steht ja im wahrsten Sinne des Wortes noch in den Sternen. Aber warum schwankt der Orbit über die Lebenszeit so stark? Nun, das hat wiederum mit dem Zyklus der Sonnenaktivität zu tun. Diese führt dazu, dass die obere Atmosphäre mal etwas wärmer und mal etwas kälter ist. Deshalb schwankt die Dichte. So verändert sich der Reibungswiderstand für die ISS und den Weltraumschrott. Deshalb passt man den Orbit im Rahmen dieses Höhenunterschieds je nach Sonnenaktivität an. Die Höhe der ISS ist aber auch durchaus abhängig davon, welche Trägerrakete bzw. welches Raumschiff zur Verfügung steht und welche Nutzlasten zur ISS gebracht werden sollen. Denn jedes Kilogramm Nutzlast liefert sich immer einen harten Kampf mit dem zur Verfügung stehenden Treibstoff. Daher wurde zu Shuttle-Zeiten die Höhe der ISS mitunter abgesenkt, damit höhere Nutzlasten zur Station gebracht werden konnten. Halten wir fest, die Hauptfaktoren für den mitunter schwankenden Orbit der ISS sind: Russland als Mitbetreiber der ISS, eine nicht zu hohe atmosphärische Reibung, welche einen angemessenen Treibstoffverbrauch garantiert, Nutzlastkapazitäten der Raumschiffe, die Sonnenaktivität und eine Minimierung von Kollisionsgefahren mit Weltraumschrott. Ja, und damit natürlich hier die Astronomie nicht zu kurz kommt, übernimmt der Chef dieses Kanals jetzt nochmal höchst persönlich. Danke an Toni für die Erklärung des Orbits der ISS. Das war für mich sehr, sehr einleuchtend und ich wusste davon einiges tatsächlich nicht. In diesem Kapitel wechseln wir vom Orbit wieder auf die Raumstation zurück. Erst werde ich euch zeigen, wie man Astronomie an Bord der ISS macht. Und dann wird Sirwan von Mars Chroniken auf einige sehr interessante Experimente eingehen, die auf der Internationalen Raumstation durchgeführt wurden. Wenn man an eine Raumstation denkt, ist das Erste, was einem einfallen dürfte, nicht unbedingt die Astronomie. Man denkt vielleicht an interessante Experimente mit Flüssigkeiten oder Astronauten, die ungeschickt mit ihrem Essen umgehen und dieses dann in der Schwerelosigkeit umherschwirrt. Astronomie ist aus diesem Grund nicht unbedingt der erste Einfall, der einem in den Sinn kommt. Und doch darf die Bedeutung der ISS für die Astronomie nicht unterschätzt werden. Grob gesagt befinden sich an Bord der Raumstation 2 Instrumente, mit denen astrophysikalische Untersuchungen durchgeführt werden können. Einmal der Alpha Magnetic Spectrometer 02 und der Neutron Star Interior Composition Explorer, kurz NICE. Auf beide wollen wir jetzt eingehen und uns vor allem NICE sehr genau anschauen. Laut der kosmologischen Standardtheorie besteht das Universum nicht nur aus leuchtender Materie, die weithin als baryonisch bezeichnet wird. Astronomen vermuten die Existenz von sogenannter dunkler Materie, einem nicht detektierbaren Material, Strahlung oder Elementarteilchen, die nicht mit leuchtender Materie interagiert, wohl aber über ihre Gravitation aufgespürt werden kann. Man mag jetzt an dieser Stelle denken, warum kümmern sich Astronomen um etwas, das sie nicht sehen können? Nun, erstens ist Astronomie eine Wissenschaft, die versucht, das Unbekannte zu entdecken. Und zweitens scheint gut ein Viertel
jeglichen Materials des Universums aus dieser merkwürdigen Materie zu bestehen, die wir nicht sehen können. Ebenso existiert mysteriöse Antimaterie, die aus sogenannten Antiteilchen besteht. Diese sind in der Natur weitestgehend unbekannt und konnten bislang nur in Experimenten hergestellt werden. Kosmologen zufolge soll zu Beginn des Universums, also nach dem Urknall, eine große Menge an Antimaterie bestanden haben, die jedoch mit der normalen Materie interagierte und sich assimilierte. Da Antimaterie aus sogenannten Antiteilchen besteht, sagt die Theorie, dass beim Aufeinandertreffen eines Teilchens mit einem Antiteilchen, also mit seinem Antiteilchen, diese annihiliert werden und die in den Teilchen steckende Energie in anderer Form auftritt. Unter anderem können dabei neue Teilchen entstehen. Um der dunklen Materie und der Antimaterie auf die Schliche zu kommen, wurde das CERN-geprüfte Experiment AMS-02, also dieser magnetische Spektrometer, entwickelt. Ein moderner Teilchendetektor, der eigentlich nur 3 Jahre auf der ISS in Betrieb sein sollte, mit dem am Ende jedoch deutlich länger gearbeitet wurde. Er ist steuerbords befestigt, wiegt stolze 8,5 Tonnen und ist 3,1 Meter in Länge und Breite sowie 4,5 Meter in der Höhe groß. Da sich der Detektor weit oberhalb der Erdatmosphäre befindet und so direkten Zugang zur kosmischen Strahlung hat, hoffen Astronomen darauf, ein aus einer Annihilation entstehendes Teilchen zu empfangen. Dies würde nämlich die nach dem kosmologischen Standardmodell postulierte Urknalltheorie bestätigen. Der Nachweis eines einzigen Antikohlenstoffatoms beispielsweise würde die Existenz von sogenannten Sternen aus Antimaterie bestätigen, da Kohlenstoff nicht im Urknall gezeugt wurde oder werden konnte, sondern nur in Sternen gebildet werden kann. Bislang fehlt jedoch jeglicher Nachweis eines solchen Atoms, ganz zu schweigen von aus Annihilationsreaktionen entstehenden Teilchen. Die Entdeckung eines Antiteilchens wäre eine Revolution für die Astrophysik. Doch ebenfalls erwarten Astronomen die Entdeckung eines sogenannten Neutralinos, eines hypothetischen Teilchens, welches keine Ladung besitzt und welches unter anderem durch dunkle Materie entstehen soll. Doch wenn schon diese nicht mit baryonischer Materie interagiert, so dürfte eine Entdeckung im Fall des Neutralinos noch schwieriger oder sogar unmöglich sein. Da es elektrisch neutral ist, kann es mit keiner Form von Strahlung im sichtbaren Universum interagieren. Die Entdeckung eines Neutralinos oder eines ähnlichen Teilchens würde bestätigen, dass es dunkle Materie gibt. Sollte sowas jedoch ausbleiben, müssen sich die Wissenschaftler weiterhin auf die Suche nach merkwürdigen Materieformen begeben. Doch kommen wir nun zu den wohl im wahrsten Sinne des Wortes abgedrehtesten Objekten des Universums, Neutronensterne. Was hat die ISS mit diesen extremen Gebilden im Universum zu tun? Neben dem Alpha-Magnet-Spektrometer 2 gibt es auch ein weiteres Instrument an Bord der ISS, welches einige sehr interessante Blicke ins Universum offenbart. Ein Instrument, das auf den schönen Namen NICE hört. Dabei handelt es sich um ein Teleskop, welches an der integrierten Trussstruktur der ISS befestigt ist. Das Gerät wurde mittels einer Falcon 9 von SpaceX in den Orbit gebracht und soll die von Neutronensternen abgesonderte Röntgenstrahlung untersuchen. Neutronensterne sind häufig die Überbleibsel energetisch massiver Explosionen von Sternen, sogenannten Kerninstabilitäts-Supernovae. Es gibt eine ganze Reihe von Supernovae, die unter anderem etwas mit weißen Zwergen und kollidierenden Neutronensternen selbst zu tun haben. Ein Stern jedoch, dessen Kern bei fortschreitendem Alter immer dichter und heißer wird, kollabiert irgendwann unter seiner eigenen Gravitation, wenn der Stern keine weiteren Elemente mehr fusionieren kann. Da der Fusionsdruck während des Sternenlebens normalerweise dafür sorgt, dass der Kern nicht unter der Schwerkraft zusammenfällt, weil er eine Art Gegendruck aufbaut, kann der Stern überhaupt stabil existieren. Fällt jedoch die Fusion von Elementen zu höheren Elementen weg, und besitzt der Stern eine bestimmte Mindestmasse, was einem Vielfachen unserer Sonne entspricht, so rast ein großer Teil der Materie auf den kollabierenden Kern zu. Dieser schleudert die Materie zurück, eine Supernova entsteht, die fast im kompletten Universum beobachtet werden kann. Die dabei entstehenden Neutronensterne gelten nach schwarzen Löchern als die dichtesten Objekte im gesamten Universum. Ein Neutronenstern mit der 1,4-fachen Masse der Sonne wäre nur rund 15 bis 20 Kilometer groß, würde also bequem in eine Großstadt passen. Neutronensterne sind wahre Gravitationsfallen, krümmen Licht sehr stark und besitzen eine unglaublich hohe Rotation. Es gibt Neutronensterne, die drehen sich einmal alle 10 Millisekunden um sich selbst, also 100 Mal pro Sekunde. Das kommt daher,
weil die Rotationsenergie des Vorgängersterns, der ja in einer Supernova explodiert ist, auf ein extrem kleines Objekt übertragen wird. Neutronensterne sind dabei energetisch sehr aktiv, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass sie auch eine Menge Röntgenstrahlung produzieren. Mit NICER wurde beispielsweise ein Pulsar im Röntgenbereich entdeckt, der den schnellsten jemals entdeckten stellaren Orbit besitzt. Er und sein Begleitstern vollziehen einen ganzen Orbit innerhalb von nur 38 Minuten. Die Observationen mit dem NICER-Teleskop zeigen, dass die Sterne des J17062 getauften Systems nur 300.000 Kilometer voneinander entfernt sind. Weniger als die Hälfte der Distanz von der Erde zum Mond. Astronomen meinen, dass dieser halsbrecherische Orbit der beiden Sterne daherkommt, dass es sich bei einem der Sterne um einen wasserstoffarmen weißen Zwerg handelt. Andernfalls wäre ein solch enger Orbit nicht möglich. Dabei umkreist der weiße Zwerg, ein ohnehin schon sehr dichter Sternleichnam, den noch dichteren Neutronenstern. Obwohl der weiße Zwerg als toter Stern, also als Sternleichnam, schon eine unglaublich hohe Dichte besitzt, wird er dennoch vom Neutronenstern akkretiert. Große Mengen an Material verliert der weiße Zwerg also an den Neutronenstern. Er wird sozusagen aufgefressen von diesen. Beim Neutronenstern in der Mitte handelt es sich um einen sogenannten Pulsar. Das ist ein extrem schnell rotierender Typus von Neutronensternen. J17062 rotiert etwa 9800 Mal pro Minute. Die konstante Zufuhr neuen Materials sorgt dafür, dass der Pulsar sich immer schneller dreht. Einige Pulsare drehen sich bis zu 700 Mal pro Sekunde, was vergleichbar mit den Rotoren eines Küchenmixers ist. Bei dem weißen Zwerg in unserem Beispiel handelt es sich Astronomen zufolge um ein echtes Leichtgewicht. Er besitzt nur 1,5% der Masse der Sonne, während der Pulsar in der Mitte des Systems die 1,5-fache Masse unseres Zentralgestirns besitzt. Unterschiedlicher könnten die Massen dieser beiden Sterne also gar nicht sein. Wenn der Neutronenstern so weitermacht, wird er irgendwann seinen Begleiter vollständig akkretieren. Dann verschwindet der weiße Zwerg und das Doppelsternsystem besteht dann nur noch aus einem einzigen Sternenleichnam. NICER hat noch viele andere Entdeckungen getätigt, für die wir hier jedoch leider keinen Platz mehr finden. Solange die ISS aktiv bleibt, wird auch dieses Teleskop den Neutronenstern neue Informationen entlocken. Und jetzt übergebe ich das Wort einmal mehr an meinen Kollegen Sirwan, der euch von interessanten wissenschaftlichen Experimenten erzählen wird, die von Astronauten auf der ISS durchgeführt wurden. Danke, Andreas. So, und jetzt kommen wir, wie vorhin versprochen, zu dem, was die ISS geleistet hat. Diese Grafik zeigt besonders schön, welche Bereiche der Wissenschaft erforscht werden. Angefangen bei so ganz normalen Sachen wie Mathematik, Physik, Chemie und Medizin, über ausgefalleneres wie Soziologie, Astrobiologie und Ingenieurswissenschaften, bis hin zu ganz verrückten Disziplinen wie 3D und Biodrucker. Ja, du hast richtig gehört. Neben einem ganz normalen 3D-Drucker, der mit Plastik drucken kann, gibt es auch einen sogenannten Biodrucker. Was der kann, willst du wissen? Nun, die Idee ist, später mal ganze Organe und Körperteile drucken zu können. Bis es soweit ist, verwendet dieser Biodrucker eine Probe menschlicher Zellen, um angepasste Wundverbände herzustellen. Bei der Erkundung des Weltraums müssen Hautverletzungen effizient und schnell versorgt werden. Die NASA drückt es so aus. Bioprinting, eine Unterkategorie des 3D-Drucks, verwendet lebensfähige Zellen und biologische Moleküle, um Gewebestrukturen zu drucken. Eine Studie der Deutschen Raumfahrtagentur und Bioprint First Aid demonstriert einen tragbaren Bioprinter, der die eigenen Hautzellen eines Patienten verwendet, um ein gewebebildendes Pflaster zu erstellen, um eine Wunde zu bedecken und den Heilungsprozess zu beschleunigen. Ist das nicht der Wahnsinn? Stell dir vor, was das in Zukunft ermöglichen könnte. Menschen müssten nicht mehr auf Organspender warten. Ich fantasiere hier jetzt ein wenig, aber stell dir vor, man könnte eine verletzte Milz oder irgendein anderes Organ einfach an einem Tag drucken und transplantieren. Genau das habe ich vorhin gemeint mit Inkubationsfaktor. Die ISS hat heute schon einen hohen vorzuweisen. Das bedeutet, dass neue Technologien auf der ISS getestet werden können, bevor sie Marktreife erlangen und in der breiten Masse ankommen. Ich kann es nicht oft genug betonen, wie sehr wir von der Forschung auf der ISS profitieren. Es gibt mittlerweile zahlreiche externe Plattformen für Erdbeobachtung, Astronomie und diverse andere Experimente.
Der käufliche Erwerb bzw. das Anmieten dieser Plattformen soll forciert werden. Die ISS soll ein brummender Forschungsblock werden. Es soll ein Kommen und Gehen herrschen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Aktuell laufen hunderte Experimente von Unis, Behörden und Ländern auf der ISS. Einer der coolsten Perks der ISS ist Dexter. Das ist ein Roboter mit zwei Armen, welches an den gleichen Adaptern wie der Kanada-Arm docken kann. Tatsächlich können diese beiden auch kombiniert werden, um die Reichweite und Effektivität des Arms zu erhöhen. Vermutlich einer der eindrucksvollsten Errungenschaften war, als man ein sogenanntes Rubidium-Bose-Einstein-Kondensat oder kurz BEC beobachtet hat. Genau, ich habe auch keinen Plan, was das bedeuten soll, aber ich habe es mir erklären lassen. Das BEC ist ein Aggregatzustand, den wir nicht so gut beherrschen. Du wirst Wasser kennen. Wenn es flüssig ist, ist es im flüssigen Zustand. Wenn wir es kochen, dann geht es in die Gasform über und wenn wir es einfrieren, dann geht es in den starren Zustand über. Ich dachte, da hört es sich schon auf mit den Aggregatzuständen. Es scheint aber jede Menge anderer Aggregatzustände zu geben. Wir verlinken dir den Wikipedia-Artikel dazu in der Videobeschreibung unten. Ich werde aber auch nicht versuchen, dir das Bose-Einstein-Kondensat zu erklären. Aber ganz kurz gesagt handelt es sich dabei um einen extremen Aggregatzustand eines Systems ununterscheidbarer Teilchen, in dem sich der überwiegende Anteil der Teilchen im selben quantenmechanischen Zustand befindet. Das ist nur möglich, wenn die Teilchen Bosonen sind und somit der Bose-Einstein-Statistik unterliegen. So zumindest die Kurzbeschreibung in Wikipedia. Du denkst jetzt vermutlich genau das gleiche wie ich. Was soll dieser Unsinn? Wer soll das verstehen? Aber zum Glück verstehen die klugen Menschen auf der ISS mehr davon als ich und anscheinend ist das eine Sensation. Auch auf Wikipedia steht, daraus resultierende Eigenschaften sind Suprafluidität, Supraleitung, Suprasolidität oder Kohärenz über makroskopische Entfernungen. Letzterer erlaubt Interferenzexperimente sowie die Herstellung eines Atomlasers, den man durch kontrollierte Auskopplung eines Teils der Materiewelle aus der das Kondensat haltende Falle erhalten kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles in diesem Satz verstanden habe, aber das klingt doch, als könnte man das für sinnvolle Erfindungen nutzen. Vielleicht verstehst du ja mehr davon als ich. Bitte hilf uns in den Kommentaren, das Bose-Einstein-Kondensat besser zu verstehen. Wenn dir gefällt, was du siehst und hörst, dann hau gerne auf Daumen hoch. Und wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann unbedingt Iggy's Kosmos, Mondgeflüster und Mars-Chroniken abonnieren, damit du keine unserer Ausgaben verpasst. Im Endeffekt ist alles, was da oben passiert, ein Experiment. Jedes einzelne Gerät, jede Stunde, die jemand da oben verbringt, alles Experimente. Das habe ich gelernt, als ich während der Recherche zu dieser Ausgabe das fliegende Klassenzimmer mit Alex Gerst entdeckt habe. Ich muss das jetzt mit dir teilen. Wusstest du, dass wenn man einen Turm bauen würde, der von der Erdoberfläche aus 400 Kilometer hoch wäre, dann könntest du auf der Spitze des Turmes die Erdanziehungskraft ganz normal spüren. Die Astronauten auf der ISS empfinden die Mikrogravitation nur, weil die ISS mit 28.000 km/h um die Erde herumfliegt. Dadurch befindet sie sich ständig im freien Fall. Und die beinahe vollständige Abwesenheit der Atmosphäre ermöglicht diese hohen Geschwindigkeiten. Mo von Senkrechtstarter hat es in seinem legendären Video zur Gravitation besser erklärt. Kann ich dir stark empfehlen. Genauso cool wie das fliegende Klassenzimmer ist die Cupola. Hier bekommt man die Möglichkeit, die wundersame Schönheit unseres Planeten in seiner vollen Pracht bewundern zu dürfen. Alex Gerst hat hier seine berühmte Ansprache an seine Enkelkinder aufgenommen. Wir verlinken dir das Video in der Beschreibung unten. Er mahnt zum Zusammenhalt aller Menschen. Weiters weist er darauf hin, dass man von dort oben aus keine Staatsgrenzen sieht. Diese Grenzen sind abstrakte und von Menschen erfundene Barrieren, die mehr Zwietracht als Nutzen zur Folge haben. Wir gehören alle einem Ort an, der Erde. Wir sind alle Teil einer Spezies. Ganz unabhängig von der Tönung deiner Haut, deiner Sprache, politischer, religiöser oder sonstiger Orientierung, gehörst du der Spezies Mensch an. Und das sollten wir uns vor Augen halten. Das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Erkenntnisse, die uns die Raumfahrt bringt. Sie zeigt uns, dass wir auf einem fragilen Raumschiff durch die unendlichen Weiten des Weltalls rasen. Deswegen sollten wir mehr zueinander halten und an einem Strang ziehen. Die NASA hält fest, dass sie planen, die Kommerzialisierung voranzutreiben. Das heißt, dass die ISS zu einer Plattform für Forscher verschiedenster Disziplinen wird. Wenn Axiom Space mit dem Ausbau der Raumstation beginnt, werden weitere Schlafplätze zur Verfügung stehen. Im Moment gibt es 7 permanente Schlafplätze. Es gibt Möglichkeiten, temporäre Schlafplätze einzurichten, aber das ist nicht ideal. Axiom Space soll das ändern. Ihr Ausbau wird sich vor dem Ende der ISS-Lebzeit von der Mutter sozusagen loslösen und eine eigenständige Station werden.
Auch die neueren russischen Module und das japanische Kibo-Labor könnten eigenständig werden. Jedoch müssten sie noch ergänzt werden, damit sie Lebenserhaltungs- und Antriebssysteme bekommen. Ist aber durchaus vorstellbar. Aber jetzt genug in die Vergangenheit geschaut, es wird Zeit, dass wir nach vorne blicken. Genau das macht die NASA nämlich. In ihrem Dokument unterstreichen sie noch einmal, dass sie bereits Blue Origin, NanoRacks und Northrop Grumman zum Bau von kommerziell nutzbaren Raumstationen verpflichtet haben. Ich habe ein eigenes Video zur Zukunft der Raumstationen produziert, wo ich all diese und andere Raumstationen vorstelle. Du findest es in der Videobeschreibung unten. Also, die NASA möchte nicht mehr der Betreiber einer Station sein, sondern nur Kunde bei einem oder mehreren Raumstationen. Und das ist auch der Weg, den Europa einschlagen wird. Ich sehe keine eigenständige europäische Raumstation in absehbarer Zukunft. Die NASA denkt sich wohl, sie muss nicht die ganze Kuh kaufen, wenn sie doch nur ein wenig Milch braucht. Die vorhin genannten Raumstationenbetreiber werden in der ersten Phase der Entwicklung ihre Konzepte und Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dadurch, dass die NASA ihre Crews in den kommerziellen Stationen arbeiten lassen will, werden sich die Betreiber einem Zertifizierungsverfahren unterziehen müssen. Und wenn die Stationen gut genug für unsere klügsten und feinsten Menschen sind, dann sind sie es für den Rest allemal. Diese erste Phase geht bis etwa 2025, aber wie viele von euch wissen, wäre da schon das ursprünglich geplante Ende der ISS. Zudem hat Russland angekündigt, dass sie aufgrund der ihnen auferlegten Sanktionen 9 Monate früher aus dem gemeinsamen Projekt aussteigen. Also 2024 schon. Sie werden ihren Teil vermutlich abdocken, einige Module deorbiten, andere weiterverwenden und vielleicht sogar ausbauen. Die beteiligten Länder und Organisationen haben alle ihre unabhängigen Untersuchungen angestellt und demnach soll es sicher genug sein, die Station bis Ende des Jahrzehnts zu betreiben. Das nötige Budget dafür hatte die NASA schon 2018 über ein Gesetz sichergestellt. In dem neuesten Dokument dazu wird im Detail beschrieben, wie die restliche Lebzeit und das Ende davon aussehen werden. Nach der erhöhten Auslastung in den nächsten 8 Jahren werden einige wenige Instrumente und alle Datensätze zur Erde geschickt. Während das passiert, kommen im Jahr 2030 3 Progress-Frachter an. Jeder dieser Frachter wird gebraucht, um genug Geschwindigkeit und damit auch Höhe abbauen zu können. Das geschieht, indem die Triebwerke in die Flugrichtung feuern. Währenddessen werden für die sogenannten retrograden Manöver aber auch die eigenen Triebwerke verwendet. Du erinnerst dich, dass die ISS eigene Triebwerke hat. Je nach Zustand und Dichte der Atmosphäre kann mehr oder weniger Delta V benötigt werden, um den sogenannten Point of No Return zu erreichen. Bis Jänner 2031 soll dieser Punkt erreicht sein. Dann geht es schnell. Ich hoffe, die NASA filmt das für uns. Die Trümmer werden über dem Südpazifik herunterkommen. Weit weg von jedem Bevölkerungszentrum. Das meiste davon wird verbrennen und die wenigen Überbleibsel fallen zischend in den Ozean. In dieser Übergangsphase sparen die Beteiligten viele Ressourcen. Was ich toll gefunden habe, war, dass die NASA Teile dieser frei werdenden Ressourcen in die Beseitigung und Vermeidung von Weltraumschrott steckt. Ein Teil wird natürlich in die astronautische Erkundung des Weltraums gesteckt, aber das meiste wird frei für Wissenschaft. Das ist doch hervorragend. Allein in den 2 Jahren nach der Dekommissionierung spart die NASA über 2 Milliarden Dollar. Das ist die Hälfte des europäischen Weltraumetats. Genau so soll es laufen. Die ISS gilt als das teuerste Bauwerk der Menschheit. Bis 2010 waren inflationsunbereinigte 150 Milliarden US-Dollar hineingeflossen. Das entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Katar, Ungarn oder Kasachstan. Nehmen wir an, dass wir etwa 20.000 Personentage zwischen 2000 und 2015 zu verbuchen hatten. Dann kostet ein Aufenthalt etwa 7,5 Millionen US-Dollar pro Person und Tag. Jede Sekunde kostet fast 90 Dollar. Deswegen ist der Tagesablauf der Astronauten auch so streng durchgeplant. Aber wie wir vorhin gesehen haben, hat die ISS neben dem monetären auch einen großen wissenschaftlichen und sentimentalen Wert. Und ihr Inspirations- und Inkubationsfaktor ist ungeschlagen und von unschätzbarem Wert für die gesamte Menschheit. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was du von all dem hältst. Wir freuen uns auf deine Meinung. Damit war es das von meiner Seite. Ich sage noch einmal Danke an dich, Andreas, für die Einladung, bei diesem coolen Projekt mitzuwirken. Ich sage Danke fürs Einschalten und peraspera ad astra. Und damit übergebe ich jetzt wieder an dich, Toni, für einige interessante, spekulative Ansätze, was man mit der ISS anstellen könnte. Und nochmal Dankeschön an Silvan. Abschließend nochmal ein spekulativer Blick in die Zukunft. Was könnte man mit der ISS mal machen, wenn sie vermutlich Ende dieses Jahrzehnts ihr Lebensende erreicht hat? Naja, wie könnten sie mithilfe des Starships wieder zurück zur Erde bringen? Eigentlich eine prima Idee.
oder wir schießen sie zum Mond. Ihr glaubt nicht, dass das gehen könnte? Doch, so abwegig ist das Ganze gar nicht. Die ISS wiegt 440 Tonnen. Das ist natürlich verdammt viel, aber um sie Richtung Mond zu bringen, braucht es etwa 3,2 Kilometer pro Sekunde. Zusätzlich braucht es dann nochmal 0,9 Kilometer pro Sekunde, um sie in einen Orbit um den Mond zu bringen. Das Starship von SpaceX, selbst 100 Tonnen schwer, bräuchte dazu inklusive eines Gestells, was die Station bei den Manövern natürlich etwas stützen muss, knapp 1200 Tonnen Treibstoff. Also wenn man den Zahlen glaubt, die angegeben worden sind, einmal im Orbit volltanken und es reicht. So viel könnte also in Zukunft möglich sein, sofern sich die Idee des Starship in der Praxis wirklich bewährt. Wie seht ihr das? Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare hier unter diesem Video. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Eneas, der hier großartige Arbeit bei dem Part von meinen Skripten geleistet hat. Ich verabschiede mich jetzt für meinen Teil und übergebe nochmal an Yegi. Toni, vielen Dank für deine Erläuterung. 2012 entschlossen sich die Bauherren der Internationalen Raumstation aus den USA, Russland, Japan, Kanada sowie die Mitgliedstaaten der Europäischen Weltraumorganisation ESA dazu, die Internationale Raumstation mindestens bis zum Jahr 2020 weiter betreiben zu wollen. Aus diesen 8 geplanten Jahren sind 10 geworden. Und wie es aussieht, werden es sogar noch einige mehr. Obgleich, wie wir noch sehen werden, das Ende der ISS nicht das Ende der benannten Raumfahrt bedeuten muss. Für die einen ist die ISS ein Leuchtturm der Zusammenarbeit und des internationalen Zusammenhalts, für die anderen nur das Setting eines Actionfilms à la Apollo 13 oder andere, sowohl wissenschaftliche Experimente der Biologie oder Medizin, als auch sehr alltägliche Aktivitäten wie das Spielen einer Gitarre oder das Zubereiten eines Espressos, wurden mehrere hunderte Kilometer über der Erdoberfläche ausgeführt. Und obgleich man viel Kritik an der ISS berechtigterweise aufbringen kann, so müssen wir hier etwas differenzieren, wenn wir von der Bedeutung der Raumstation für die Menschheit reden. Pauschal zu sagen, die Raumstation helfe allen Menschen in der Erde, ein besseres Leben zu erreichen, wäre zu viel des Guten und auch irgendwie nicht sehr objektiv. Der Durchschnittsbürger der EU oder der USA oder Japans bekommt kaum etwas von der Raumstation mit. Wenn nicht gerade ein bekannter Astronaut zurückkehrt, ein neues Buch oder eine neue Dokumentation veröffentlicht wird, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Für manche Bürger wirkt die ISS daher wie eine finanzielle Obszönität, eine, für die bereits über 100 Milliarden US-Dollar aufgewandt wurden und die in Zukunft noch einiges mehr an finanziellen Ressourcen verschlingen wird. Das übliche und durchaus verständliche Argument ist hier: Warum gibt man so viel Geld aus, nur um ein paar Astronauten in einer Metallbüchse um die Erde kreisen und lächerliche Experimente ausführen zu lassen, die man auf der Erde genauso machen könnte? Gibt es nicht Wichtigeres, für das man auf der Erde Geld ausgeben sollte? Dieses Argument wollen wir hier nicht unkommentiert stehen und gelten lassen. Die ISS ist ein Symbol der Wissenschaft, ein Symbol der Schaffenskraft der Menschen. Für die ISS sind bislang international mehr als 100 Milliarden Dollar ausgegeben worden, das wissen wir. Das ist eine Zahl, die gerne benutzt wird, um die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens zu unterstreichen. Es wurden 100 Milliarden Dollar für die Wissenschaft ausgegeben. Wissenschaft, die Erkenntnisse sammelt und die uns hilft, unsere Zukunft besser und sicherer zu gestalten. Wie der Astrobiologe Professor Charles Cockell an der Universität von Edinburgh einmal sagte, die ISS zu betreiben hat uns Menschen gezeigt, dass sie eine Heimat fern von ihrem Planeten im Weltraum aufbauen können, einer sehr lebensfeindlichen Umgebung. Mit und auf der ISS zu leben, hat uns vieles darüber gezeigt, wie wir Menschen den Weltraum erobern können. Nun mag aber die Eroberung des Weltraums ein hehres Ziel sein. Was ist aber mit den Lebensbedingungen der Menschen auf der Erde? Was haben diese davon, wenn ein paar elitäre Astronauten ihre Zeit auf der Raumstation verbringen? Nun, diese Kritik hört man häufig von Leuten, die Weltraumforschung allgemein für sinnlos halten und am liebsten das in sie gesteckte Geld woanders einsetzen würden. Sie argumentieren oft damit, dass eine Umlenkung des Geldes hinein in soziale Projekte oder Verbesserung der Infrastruktur sinnvoller wäre, als buchstäblich Millionen oder Milliarden von Euro für einen Raketenstart zu verbrennen. Aber hier müssen wir einen ganz kurzen Vergleich bringen. Der Verteidigungshaushalt aller an der ISS beteiligten Staaten ist pro Jahr um ein Dutzendfaches höher als die Gesamtkosten der ISS in über 20 Jahren Bestehenszeit.
würde man also nur einen Bruchteil dieses Geldes, also des Verteidigungshaushaltes, in eben jene sozialen und infrastrukturellen Programme fließen lassen, mit denen man die ISS gerne kritisiert, ließe sich sehr viel machen. Und eine Investition in die Wissenschaft ist allemal mehr friedensfördernd, als Billionen von Euros oder Dollar für Verteidigung auszugeben. Was diese durchaus nachvollziehbaren Argumentationen ebenso übersehen, ist die Tatsache, dass die ISS das Symbol für internationale Zusammenarbeit ist. Wenn man eine Zivilisation vor sich sieht, die so sehr in Symbolismen und Metaphern denkt wie die unsrige, dann ist die ISS das Paradebeispiel dafür, dass auch kulturell sehr unterschiedliche Länder zusammenarbeiten können. Der Planetologe Professor Ian Crawford of Birkbeck an der Universität von London meint dazu, dass wir dieses Symbol internationaler Kooperation dringend brauchen, in einer Zeit, in der Menschen und Länder Vorbilder benötigen, die sie zusammenbringen. Und ja, wenn ein paar Astronauten in einigen hunderten Kubikmetern Luft in einer metallenen Dose monatelang miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig den Hals umdrehen können, warum sollten wir Menschen das dann nicht auf der Erde auch schaffen? Wissenschaftlich gesehen hat man auf und durch die ISS zwar einige sehr interessante Sachen herausgefunden, doch was ist mit der Gesamtbewertung dieser wissenschaftlichen Mission? Wie der Astronom Martin John Rees ausdrückte, gäbe es keinen einzigen möglichen Weg, jene Unsummen zu rechtfertigen, die in den Bau und den Betrieb der ISS geflossen seien. Die gesamtwissenschaftliche Ausbeute falle eher mager aus, so Rees. Zwar habe man gelernt, wie der Körper in Nullgravitation reagiere oder wie Kristalle an Bord einer Raumstation wachsen. Er meint jedoch abschließend, dass dieses Geld besser für Interplanetarsonden oder neue Rover auf dem Mars ausgegeben worden wäre, als für eine Raumstation. Aus astronomischer Sicht ist Rees Kritik verständlich. Jedoch dürfen wir hier keinen zu engen Blickwinkel einnehmen und müssen die ISS ganzheitlich betrachten. Und so gesehen können wir festhalten, viele Länder arbeiten Hand in Hand zusammen und füllen die Raumstation mit Leben. Umso unverständlicher ist es dann, wenn ein Land beschließt, einen souveränen Staat anzugreifen und sich dann aus nahezu allen internationalen Projekten inklusive der ISS zu entfernen. Wie es mit der ISS ohne Russland weitergeht, ist fraglich. Dennoch können wir, Sirwan, Toni und ich, der Raumstation ein positives Gesamtzeugnis ausstellen und festhalten, auch wenn der wissenschaftliche Nutzen der ISS nicht in allen Bereichen außergewöhnlich war und Observationen sowie Experimente vielleicht nicht so viele Erkenntnisse wie ein Weltraumteleskop wie James Webb, eine Planetensonde wie Voyager oder gar ein Mars Rover wie Ingenuity hervorbrachten, so wissen wir nun eine ganze Menge darüber, wie der menschliche Körper im Weltraum reagiert, wie Pflanzen in der Schwerelosigkeit wachsen. Und wir haben eine Ahnung davon erhalten, welche Herausforderungen den Menschen begegnen würden, wenn sie auf eine interplanetare Mission gehen und zum Mars oder gar anderen Planeten reisen würden. Wir möchten daher ein positives Gesamtfazit ziehen. Ohne die ISS stünden wir in puncto Raumfahrt nicht dort, wo wir heute wären. Pläne wie die Rückeroberung des Mondes oder interplanetare Missionen zum Mars dürften ohne die Station gedanklich noch ferner in der Zukunft liegen, als sie es heutzutage tun. Wir drei sind richtig froh, all die rasanten Entwicklungen in der Raumfahrt der letzten Jahrzehnte hautnah mitzubekommen. Für uns ist und bleibt die ISS ein Enigma, welches uns seit unserer Kindheit und Jugendzeit begleitet. Auf weitere Jahre mit der Raumstation. Bevor ich euch in die Wildbahn entlasse, möchte ich hier auf die zwei Kanäle von Sirwan und Toni verweisen. Beide haben extrem spannende YouTube-Kanäle, die ich euch auf jeden Fall empfehle. Während Sirwan sehr interessante Neuigkeiten zur Raumfahrt, zu SpaceX und Co. präsentiert, findet ihr bei Toni spannende Videos zu Artemis, Gemini, Apollo und weitere Geschichten der Raumfahrt. Ich lege euch diese beiden Kanäle definitiv ans Herz und hoffe, dass sie durch dieses Video sehr viele Abonnenten und Zuschauer hinzugewinnen werden. An dieser Stelle möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und ebenso nochmals für die Kooperation bei Sirwan und Toni. Ich wünsche euch alles Gute, gehabt euch wohl und lebt lange und in Frieden. Tschüss!